Demenzerkrankungen nehmen weltweit rasant zu. Es gibt jedoch einige einfache Maßnahmen, die Sie befolgen können, um der Entstehung von Demenz vorzubeugen. Hier sind 7 Tipps, wie Sie frühzeitig und effektiv Demenz vorbeugen können. Schwerhörigkeit ausgleichen. Ein unzureichendes Hörvermögen, das nicht durch ein Hörgerät ausgeglichen wird, stellt einen erheblichen Risikofaktor dar, um Probleme mit der Gedächtnisleistung zu bekommen. Es ist deshalb wichtig, das Gehör regelmäßig zu kontrollieren. Je früher eventuelle Probleme beim Hören und Verstehen mit einem Hörgerät ausgeglichen werden, desto geringer wird das Risiko einer späteren Demenzerkrankung. Bluthochdruck senken. Lassen Sie sich regelmäßig in der Apotheke oder beim Hausarzt Ihren Blutdruck kontrollieren. Dieser weiß auch, welche Werte kritisch sind und kann eventuell mit Hilfe geeigneter Medikamente gegensteuern. Außerdem kann Bluthochdruck zusätzlich durch die richtige Ernährung gesenkt werden. Aktiv sein und bleiben. Ältere Menschen, die regelmäßig sportlich trainieren, haben mehr Selbstbewusstsein und leiden seltener an einer Depression. Seniorensport kräftigt physisch, wobei sich sowohl geistige Funktionen als auch die Koordinationsfähigkeit stark verbessern. Das Gehen wird sicherer und die Sturzgefahr nimmt deutlich ab. Rauchen und Alkohol vermeiden. Rauchen und der Konsum von Alkohol hat schädliche Auswirkungen auf das Gehirn. Zur Risikominimierung einer späteren Demenzerkrankung sollte man auf Alkohol und Nikotin im Alter komplett verzichten. Ernährung optimieren. Wer Demenz vorbeugen möchte, sollte sich gesund ernähren und im Falle von Übergewicht abnehmen. Übergewicht ist nicht nur schlecht für Herz und Kreislauf, sondern führt auch dazu, dass sich Alzheimer-typische Plaque im Gehirn bilden können. Liest man in den Empfehlungen der WHO, so sind die Richtlinien der mediterranen Küche, die viel Obst und Gemüse, aber auch Seefisch enthält, zur Vorbeugung einer Demenzerkrankung sehr ratsam. Eine ausgewogene Ernährung mit vielen pflanzlichen Ölen wie Lein, Oliven oder Rapsöl ist ebenso zu empfehlen wie der Verzehr einer Handvoll Nüsse täglich sowie viel Gemüse und Obst, das allerdings nicht zu süß sein sollte. Stress vermindern. Zu viel Stress produziert im Körper Cortisol und in der Folge können Bluthochdruck, Schlafstörungen, aber auch Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Das sind auch Risikofaktoren für eine Demenzerkrankung. Es ist daher sinnvoll, den Umgang mit stressigen Situationen zu erlernen und regelmäßig Entspannungsübungen in den Tagesablauf zu integrieren, um eine optimale mentale Gesundheit zu gewährleisten. Soziale Kontakte pflegen und das Gehirn trainieren. Das menschliche Gehirn ist wie ein Muskel, der ständig trainiert werden sollte. Tanzen, puzzeln, Schach spielen, eine neue Sprache entdecken, lesen oder das Erlernen eines Instrumentes. All das sind abwechslungsreiche Aktivitäten, welche das Gehirn in Schwung bringen. Wer immer nur allein ist, kann mit der Zeit nicht nur depressiv werden, sondern verlernt auch, Vertrauen in sich und andere zu haben. Viel besser ist es, die sozialen Kontakte gut zu pflegen. Eine wichtige Maßnahme, die nicht nur Demenz vorbeugt, sondern auch Altersdepression. Fazit: Die genauen Ursachen für eine Demenzerkrankung sind nach wie vor nicht genau erforscht. Es gibt jedoch einige Maßnahmen, die der Entstehung von Demenz vorbeugen können. Wer sich körperlich und geistig fit hält, soziale Kontakte pflegt und sich gesund ernährt, leistet für sich selbst den größtmöglichen Beitrag, dieser Krankheit vorzubeugen. Mehr Informationen und wissenswerte Artikel finden Sie in unserem Online-Magazin. Besuchen Sie uns unter libify.com. Libify. Einfach sicher fühlen.